Mädchen ganz herzlich in unserer Schule zu unserer kleinen Einschulungsfeier begrüßen. Eigentlich hätte ja heute die Sonne vom Himmel scheinen müssen, so wie nachher in dem nächsten Lied. Denn heute ist für euch, für unsere neuen Schüler, der erste Schultag. Einige von euch waren und sind bestimmt ganz schön aufgeregt, obwohl ihr ja alle die Schule durch euren Besuch mit dem Kindergarten und mit dem Spielkreis schon kennt. Mich kennt ihr ja auch schon von der Anmeldung her, beziehungsweise von meinem Besuch im Kindergarten und in den Spielkreisen. Ihr werdet noch andere Menschen hier in der Schule kennenlernen, zum Beispiel unseren Herrn Jucknewitz, den Hausmeister, bei dem ihr zu eurem Pausenfrühstück Milch und Kakao kaufen könnt. Und Frau Siegert, unsere Schulsekretärin, bei der ihr ein Pflaster bekommen könnt oder auch mal nach Hause telefonieren. Ihr lernt Herrn Biel kennen, der als Konrektor für unseren Stundenplan zuständig ist und außerdem gleich anschließend eure Klassenlehrerin bzw. euer Klassenlehrer und später die anderen Lehrerinnen und Lehrer. Ihr merkt, an einer Schule arbeiten viele Menschen, zurzeit sind es etwa 260, und manche arbeiten auch dann, wenn keine Kinder in der Schule sind, wie unsere Putzfrauen, ohne die hier alles dreckig wäre. Ab heute gehört ihr auch zu unserer Schule. Und sicher können mir einige schon sagen, was man bei uns so alles lernt. Na, wer sagt das mal? Zum Beispiel, ja? Ja? Schön. Zeichnen, ja? Singen, jawohl, nicht zu vergessen. Malen. Etwas über... Prima, jawohl. Etwas über die Natur, über Städte und Länder und vieles, vieles mehr. Die Lehrerinnen und Lehrer dieser Schule werden sich bemühen, dass ihr etwas lernt und dass euch die Schule Spaß macht. Denn man lernt viel besser mit Freude, wenn man etwas Neues kann, wenn man Erfolg hat, wenn die Eltern daran Anteil nehmen und wenn man keine Angst zu haben braucht, weder in der Schule noch zu Hause. Eure Eltern werden euch bestimmt loben, wenn ihr etwas gelernt habt. Und wenn etwas nicht so gut klappt, werdet ihr sicher getröstet. In der ersten Klasse kann man ja noch nicht gleich alles können. Denn wenn ihr schon alles können würdet, brauchtet ihr gar nicht zur Schule zu gehen. Ja, und wir Lehrer hätten nichts zu tun. Als Ausgleich für das Lernen und den Unterricht ist Bewegung und Spielen ganz wichtig. Deshalb sind wir froh, dass wir in unserer Schule einen solch schönen Schulhof mit den vielen Spiel- und Klettergeräten haben. Die habt ihr bestimmt schon gesehen und vielleicht auch schon ausprobiert.
dreht sich ganz gemütlich, setzt er einen vor dem anderen Schuh und schwingt seinen Rüssel im Takt dazu. Eins, zwei, drei und vier, der Elefant ruft, komm und tanzt mit mir. Fünf, sechs, sieben, acht, und alle haben mitgemacht. Er baumelt mit den Armen und spückt ein Stück nach links und nach rechts, vor und wieder zurück. Eins, zwei, drei und vier, der Affe ruft, komm und tanz mit mir. Fünf, sechs, sieben, acht, und alle haben mitgemacht. Es fand Rock'n'Roll und sein angenehmer Duft, die französische Parfum erfüllt die Luft. Eins, zwei, drei und vier, da steht hier, ruft, komm und tanzt mit mir. Sechs, sechs, sieben, acht, und alle haben mitgemacht. Eins, zwei, drei und vier, das Schloss?
Das Schloss liegt im alten Wald, dort. Die Räuber ducken sich. Sie schleichen mit leisen Schritten. Sie schieben die Zweige zur Seite. Sie stehen vor dem Schloss. Sie klopfen an das Tor. Sie schauen durch ein Fenster. Zack stößt mit dem Kopf gegen die Scheibe. Es klirrt. Das Schlossgespenst kichert. Da kriegen die Räuber einen Schreck. Sie laufen davon. Zack stößt gegen einen Baum. Zack, Zerack stolpert über einen Stein. Zack, Zerack, Zaccheromini plumpst in den Bach. Das Schlossgespenst lacht. Die Räuber ziehen wieder ab. Ja? Ich muss doch durch, ne?